Heute gibt es drei Tipps von mir, wie du Listening Comprehensions, also Hörverstehen, sehr gut vorbereiten kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur steht. Und ich habe immer wieder mal die Frage bekommen: Leo, kannst du mal konkret was zu Hörverstehen machen? Ja, komm jetzt auch im Abitur öfter dran und auch so natürlich in den Prüfungen. Das ist ja eine Sache, wo man eigentlich gar keine Hilfe bekommt. Ja, Hörverstehen, ich weiß es noch bei mir, ist irgendwie so: Oh, in der nächsten Klausur ist Hörverstehen. Okay, ja, dann machen wir das ein, zwei Mal mit der Lehrerin durch und dann muss das jeder in der Klausur schon irgendwie selbst schaffen. Und das ist natürlich komplett katastrophal, weil wenn du nicht vorbereitet bist, nicht richtig gut vorbereitet bist, dann kannst du natürlich auch nicht deine beste Leistung abrufen, und genau dafür werden wir in diesem Video sorgen. Erstens, natürlich ganz klar, so viel Englisch hören wie möglich. Ja, da kennt ihr schon die klassischen Tipps wie: Schaut Serien auf Englisch, vollkommen klar, macht das gerne. Übrigens da an der wichtigen Stelle, aber wenn du ohnehin die Serie schauen würdest, dann schau sie lieber auf Englisch anstatt auf Deutsch, aber es ist kein Argument zu sagen, ich lerne jetzt für Englisch und deswegen schaue ich eine Serie, okay, nur damit das klar ist. Was ihr dazu auch noch unbedingt machen solltet und wie ihr das auch wirklich erweitern könnt, ist, hört auch nur noch ausschließlich englische Musik, ja, gerne auch anspruchsvollere, also nicht nur so Basic Pop, sag ich mal, wo irgendwie so ein Wortschatz von so 200 Wörtern verwendet wird, den auch man in der 5. Klasse schon versteht, sondern versucht wirklich auch mal anspruchsvollere englische Musik zu hören, weil da trainierst du wirklich auch halt das Verständnis auch von, das Hören auch von schwierigeren Vokabular und so weiter. Und was ich euch auch empfehlen würde, ist, hört unbedingt mal englische Hörbücher. Vor allem auch, weil ihr da, beispielsweise auf Audible oder wie auch immer, die Geschwindigkeit hochstellen könnt. Ja, das heißt, wenn ihr wirklich mal, weil das ist, glaube ich, auch eine der größten Punkte, wo man im Hörverstehen sehr viele Punkte verliert eben, wenn der Sprecher sehr schnell / unverständlich spricht. Und genau das könnt ihr natürlich in Audible halt auch zum Beispiel einstellen, wo auch immer ihr halt ein Hörbuch hören wollt, weil natürlich spricht der Sprecher dann vielleicht in der normalen Sprache ungefähr so. Aber wenn du das auf ganz schnell stellst, wenn du richtig schnell sprichst, dann wird es natürlich auch super schwer, das Ganze zu verstehen. Ja, selbst ich muss jetzt beim Nuscheln aufpassen, dass ich mich selbst überhaupt noch verstehe, weil ich halt so schnell spreche, dass ich es überhaupt nicht mehr selbst verstehe. Wisst ihr, was ich meine? Und das fand ich irgendwie lustig. Dann hilft das euch natürlich auch mega krass, weil ihr auch gewohnt seid, nicht nur so basic Englisch oder auch in solider, weißt du, da wird das ja verlang gezogen oder was auch immer, sondern auch, wenn das schneller passiert, wesentlich stärker gewohnt seid. Zweitens, unbedingt daheim üben. Ja, das bedeutet, es gibt auch im Internet, gibt es Webseiten, wo ihr das machen könnt. Wenn ihr, googelt das einfach mal, ja, einfach irgendwie Listening Comprehension Exercises oder Hörverstehen, Übung, Englisch oder was auch immer, einfach mal bei Google angeben, dann kommt ihr definitiv auf gute Webseiten. Ihr könnt auch mal, und ich weiß den Link selbst leider gerade nicht mehr, aber sucht mal auf meinem Kanal nach irgendwie Leo Eckel Englisch Hörverstehen. Ich glaube, da habe ich schon mal in einem Video ein bisschen einigermaßen umrissen. Ja, da habe ich einen Link zu einer Webseite verlinkt, wo auf jeden Fall garantiert solche Hörverstehensübungen sind. Deswegen sucht es einfach mal auf meinem Kanal oder über die YouTube-Suche. Dann findet ihr da auf jeden Fall in dem Video in der Beschreibung auch einen sehr guten Link, wo wirklich auch welche Sachen da sind. Und dann übt das wirklich. Das ist so wichtig. Ihr könnt nicht im Hörverstehen einfach nur sagen, oh ja, ich guck da mal. Ihr müsst das wirklich üben. Und da macht wirklich auch Übung den Meister. Und da könnt ihr übrigens dann auch, wenn da zum Beispiel auch gerne zusätzlich, das habe ich zum Beispiel mal gemacht, ihr hört euch ein Hörverstehen an, ja, was vielleicht gar nicht so schwierig ist, aber macht dann zum Beispiel mal noch nebenbei in einem anderen YouTube-Video irgendwie einfach nur so eine Straße an. Ja, ihr kennt das bestimmt aus den Hörverstehenübungen, dass einfach, ja, keine Ahnung, so, du willst den verstehen, sagt gerade voll den wichtigen Satz, auf einmal in der Hörverstehensübung fährt so ein richtiger Laster vorbei, so, nix, so, Alter, wie soll ich das denn jetzt gehört haben? Ja, deswegen macht das unbedingt im Vorhinein schon, dass ihr auch so Umgebungsgeräusche richtig stark mit reinbringt und da möglichst auch einfach die euch sowohl für eine sehr schwierige Hörverstehensübung, wo vielleicht Nebengeräusche so integriert sind, vorbereitet, als auch, wenn ihr eigentlich in der Prüfung was Leichteres habt, ohne Nebengeräusche, aber auf einmal fliegt so ein Kampfjet über eure Schule drüber, ja, dass ihr auch da gewissermaßen vorbereitet dafür seid. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Und drittens, Listening Comprehensions von den Aufgabenblättern her auch auf jeden Fall analysieren. Ja, das bedeutet, wenn ihr mit dem Lehrer, und das machen ja Gott sei Dank doch die meisten Lehrer, zumindest mal ein, zwei Listening Comprehensions, also Hörverstehensübungen, gemacht habt, dann guckt euch wirklich auch dieses Blatt an. Worauf gibt es Punkte? Meistens ist es ja da alles wesentlich oberflächlicher. Ja, du musst nicht so viel verstanden haben, sondern einfach nur einen Lückentext ausfüllen oder Kreuze machen und so weiter. Das heißt, achte wirklich darauf, worauf gibt es die Punkte? Ja, bei der Listening Comprehension ist es in den wenigsten Fällen oder kaum auf richtig tiefes Verständnis, sondern meistens auch eher oberflächlich. Ja, da merkst du vielleicht, ich muss gar nicht alles verstanden haben.
Ich muss gar nicht jedes einzelne Wort gecheckt haben. Ich muss gar nicht wissen, wer die eine Person war und so weiter. Sondern wie schaffst du es zum Beispiel, indem du dich konkret auch davor dir die Frage nochmal durchliest. Ganz genau weißt, okay, was muss ich denn überhaupt beantworten? Und dann eben auch im Nachhinein, wenn der Lehrer dir das auch korrigiert hat oder du korrigierst es für einen Freund, der korrigiert es für dich oder wie auch immer, auch wirklich schauen, worauf gibt es denn die Punkte? Und dich dann auch beim Hören, ja, auch in deiner Übung daheim zum Beispiel und dann natürlich auch in der Klausur, genau darauf zu fokussieren. Das war es mit meinen besten 3 Tipps zur Hörverstehensübung. Wenn ihr noch weitere habt, gerne unten in die Kommentare. Unterstützt euch auch gern gegenseitig als Community. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.